wird als die Stadt der Grecia Salentina betrachtet, wo der Griko, eine Sprache, die altgriechische, byzantinisch-griechische und italienische Elemente aufweist, noch bekannt ist und gesprochen wird. Die Ortsmitte von Martano wurde einst als La Terra, das heißt die Erde, beschrieben und erinnert an die sogenannte byzantinische Chora, eine mittelalterliche Ortschaft. Die vorherrschenden Gebäude der Ortschaft sind die Casa Corte, eine Art bäuerlichem Häuseragglomerat mit Innenhof, Symbol der früheren bäuerlichen Kultur. Diese besondere Bauernarchitektur stellt ein wertvolles Erbe dar, die die Atmosphäre des alten Salento spüren lässt. Einst konnte man durch zwei Tore ins Dorf gelangen, die es aber nicht mehr gibt. Wahrscheinlich standen sie auf der Achse der jetzigen Via Roma, die Hauptstraße der Ortsmitte. Bis zur zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts war Martano völlig von mächtigen Mauern umgeben, wie man dank der zwei übrigen von 1,7 Türmen ahnen kann, die sicherlich die Wehrmauer verstärkten. Architektonisch gesehen findet man in Martano Zeugnisse von Festungen und kleinen Palazzi mit wertvollen architektonischen und dekorativen Elementen, wie Balkonen und fein dekorierten Fenster, Adelswappen, Tore und dorischen Säulen. Martanos öffentliche Plätze stellen einen wichtigen Treffpunkt der Gemeinschaft dar. Kleine, gut erhaltene urbane Räume, umgeben von Grün und prächtigen Kunstwerken. Der Spielplatz ist den Familien mit Kindern gewidmet. Hier kann man die Ruhe des Orts und eine angenehme Atmosphäre genießen. Der öffentliche Park der Ortschaft liegt im Herzen der Ortsmitte von Martano und stellt den Haupttreffpunkt der Gemeinde dar. Was ins Auge fällt, ist der Brunnen des Leccesen Meisters Fernando de Filippo. Das Werk erinnert an einen Olivenbaum. Sehr suggestiv ist auch der sogenannte Giardino della Conoscenza, das heißt Garten des Wissens, von Luigi Scardino, der nach Zeichnungen des französischen Künstlers Nicole Gravier angelegt wurde. Bemerkenswert ist das Denkmal des Wassers von Ercole Pignatelli, behauen mit typischen dekorativen Kennzeichnungen des Barockstils. Der berühmte Künstler Armando Marocco hat den sogenannten Engelsbrunnen gefertigt, der alte Ölanamphoren darstellt, die Angeli, das heißt Engel, genannt wurde. Und nicht zuletzt ist da noch der Brunnen von Piazza Assunta von Martano, ein wunderschönes und prächtiges Denkmal. Die öffentlichen Räume werden oft als Kultur- und Unterhaltungsörtlichkeit gewählt und beweisen die Sensibilität für Kultur und emotionalen Bindungen der Bürger von Martano.
Der weitläufige Herzogspalazzo Gaetani di Castelmola auf der Straße Via Calimera wurde zwischen 1887 und 1890 gebaut. Er wurde aber nicht beendet. Er war lange Wohnsitz des gebildeten Herzogs Salvatore Gaetani di Castelmola. Im Jahr 1999 wurde er von dessen Sohn Gelasio der Gemeinde von Martano übergeben und wurde so ein öffentliches Gut. Der Herzogspalazzo ist eine Synthese des Klassizismus des späten 19. Jahrhunderts mit feinem Geschmack wie die großen Paläste, die für die Stadtzentren der Zeit geplant wurden. Die adligen Räume der oberen Etage sind mit prächtigen Mosaiken fein dekoriert und zeugen von ihrer herrschaftlichen Vergangenheit. Auf der kleinen Piazza Matteotti mit seinen großflächigen Basolat-Pflastersteinen liegt das ehemalige wunderschöne Kloster der Dominikanermönche, heute Amtssitz der Gemeinde. Das gesamte Kloster wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gebaut und im Laufe der Zeit wurde es mehrmals wichtigen Veränderungen unterzogen. Das obere Stockwerk, wo heute die geräumige Rastkammer liegt, wurde vollständig wiederhergerichtet. Die ursprüngliche Schönheit des Klosters ist vor allem im Kreuzgang zu sehen. Er ist klassisch quadratisch und hat zwei prunkvolle Säulen, die auf die weite Prunktreppen führen. Die angrenzende Kirche des Rosenkranzes stammt aus dem Jahr 1652. Das Innere besteht aus drei Kirchenschiffen mit Tonnengewölben. Hier kann man drei Altäre pro Seite bewundern, alle sehr prächtig und mit Gemälden und Statuen verziert. Der Hochaltar ist aus polychromem Marmor. Darüber prangt das Gemälde der Pietà vom Sohn des berühmtesten Malers Cesare Francanzano, Alessandro Francanzano. Das Kloster der Heiligen Maria des Trostes liegt auf der Provinzstraße nach Borgagna. Es stammt aus dem Jahr 1686. Er wurde für eine kurze Zeit von den Franziskanern geleitet und im Jahr 1926 wurde es den Zisterzienser von Casamari anvertraut, einem Orden, der am 21. März 1098 gegründet wurde und dessen Ordensmotto von Benedikt von Nursia stammt, das auf der Aufnahme Fremder und der Gastfreundschaft basiert. Die Padres führten einige typischen Produkte ihrer Klostertradition ein, so wie zum Beispiel die Honig, Öl und Aufgüsse, und sie bereiten ein Elixier, das verschiedene Leiden linderte. Die Kirche scheint von außen sehr schlicht und schmucklos.
Das Innere der Kirche ist im Barockstil gehalten und in drei Kirchenschiffe geteilt. Es hat einen rechteckigen Grundriss und ein Kreuzrippengewölbe. Interessant ist der Fußboden. Aus der Mitte des 19. Jahrhunderts aus poröser, zinnlasierten Keramik produziert, besser bekannt als Majolika. Das Kloster verfügt über eine reiche Bibliothek, die wahrscheinlich nach der Ansiedlung der sogenannten barfüßigen Frates des Ordens des Petrus von Alcantara angelegt wurde. Es gibt hier Werke verschiedener Art, besonders im theologischen, philosophischen, juristischen, historischen und literarischen Bereich. Interessant sind vor allem die sprachlichen Werke salentinischer Herkunft. Insgesamt sind es ungefähr 40.000 Bücher. Im Inneren des Klosters der barfüßigen Frates befindet sich die Museum Pinakothek Giulio Pagliano, dem bedeutenden Maler aus Gallipoli gewidmet, deren Werke heute hier ausgestellt sind. Hier kann man die Sammlungen von Michele Barone bewundern, eine beträchtliche Münzsammlung des Königreichs Neapel und eine Sammlung von Medaillen mit den Bildern von Heiligen. In einer Abteilung findet man zahlreiche Gegenstände des täglichen Lebens und Artefakte aus Bronze, Pappmaché-Statuen und Fächer. Und noch Gegenstände aus italienischer Keramik, österreichischem und deutschem Porzellan und eine wunderschöne Sammlung fein mit Gold dekoriert, böhmischer Kristallgläser. Martanos Pfarrkirche ist ein altes Gebäude, in dem der griechische Ritus zelebriert wurde. Laut der Tafel auf dem Eingangsportal wurde es im Jahr 1596 wieder aufgebaut. Ihre barocke Prächtigkeit beweist die große Gewandtheit der Meister aus Nardò. Sie waren tüchtige Steinmetze der Stadt, die die sogenannte Pietra Leccese, den Leccese Tuffstein, bearbeiteten. Das Innere der Kirche ist auserlesen. Es hat die Form eines lateinischen Kreuzes, drei Kirchenschiffe und eine hölzerne Decke aus dem 18. Jahrhundert. Hier kann man die Vollkommenheit und die Schönheit des Barocks des 17. und 18. Jahrhunderts und prächtige Gemälde bewundern. Die Kirche der unbefleckten Empfängnis, auch als Kirche der Bruderschaft bekannt, ist ein barockes Gebäude aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das Innere hat ein einziges rechteckiges Kirchenschiff mit Gewölbe, mit Stuckarbeiten und Gemälden, die mit wunderschönen Blumenmotiven verziert sind. Diese wunderbaren Gemälde weisen alle auf den prunkvollen Hauptaltar hin, der reich an barocken Elementen ist. Entlang der Traiana-Calabra-Straße, auch als alte Straße von Lecce bekannt, gibt es eine kleine ländliche Kirche der Madonna Assunta gewidmet.
die im Jahr 1727 von den Meistern Margoleo errichtet wurde. Die Vorderseite ist von einem fein behauenen Giebel charakterisiert. Darüber steht die Statue der Jungfrau aus Leccesa Tuffstein. Architektonisch und stilistisch wertvoll anzusehen ist der Monumentalfriedhof von Martano. Im Inneren stehen elegante private Kapellen, die der letzten Ruhestätte dienen, die auf das Ende des 19. Jahrhunderts und dem Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Architektonisch absolut bedeutend ist die aus dem Jahr 1721 stammende Kapelle der Madonna der Engel. Wie für viele Gemeinden des Salentos, deren Wirtschaft sich hauptsächlich im Agrarsektor entwickelt, waren das Vorhandensein und die Nutzung unterirdischer Ölmühle in der gesellschaftlichen und im Arbeitsleben entscheidend für die Entwicklung der Stadt. Auf der Straße Via de Gasperi liegt die alte unterirdische Ölmühle San Blasi, die renoviert und dank einer hochwertigen Beleuchtungsanlage nutzbar gemacht wurde. Die unterirdische Ölmühle, auch Tapete genannt, wurden in den Felsen gehauen, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern vor allem um die höhere Wärmekapazität auszubeuten und so um das Öl von den übermäßig hohen Temperaturschwankungen zu schützen. Die Ölproduktion ist noch heute ein wesentliches Element der örtlichen Wirtschaft. Martano gehört nämlich zu den Städten mit hoher Ölproduktion. Und hier feiert man in Oktober ja das sogenannte Sagra della Olia Cazzata, in Mondart Volksfest der geknackten Olive. Das Fest stellt eine wichtige kulinarische und kommerzielle Veranstaltung der Ölproduktion dar. Vor Legenden und völlig mysteriös ist das sogenannte Specchia dei Mori, Steingrab der Mohren, auch als das Teufelssteingrab bekannt. Es besteht aus aufeinandergelegten Steinen unterschiedlicher Größe, die einen Haufen bilden, dessen ursprüngliche Funktion wahrscheinlich die Sichtung und Landverteidigung war. Die Volkslegende, die ihre Realisierung erzählt, ist ganz sonderbar. Man erzählt, dass das Steingrab von imponierenden Farbigen gebaut wurde, die den Olymp erreichen und die Götter sehen wollten. Die Götter hatten aber kein Vertrauen und wie der sagenhafte Turmbau zu Babel zerstörten sie diese rudimentäre Verbindung zwischen Himmel und Erde und begruben darunter die blasphemischen Bauern. Der Menhir des Teofilus ist Zeugnis einer sehr alten Vergangenheit. Es liegt auf der gleichnamigen Straße und ist 4,70 Meter hoch. Berichten zufolge wurde der Menhir des Teofilus auch Menhir San Totaro genannt, Element alter religiöser Rituale, die in Apulien am Anfang der Eisenzeit im 9. und 10. Jahrhundert vor Christus populär waren. Thank you.
Der Ort Abigliano, dessen bedeutendste Reste sich ungefähr 2 Hektar Land weit erstrecken, ist ein mittelalterliches Dorf der Terra d'Otranto, das zwischen 14. und 16. Jahrhundert verlassen wurde. Im Ortsinneren gab es ursprünglich 4 Kultstätten, aber heute bleibt nur die Kirche des heiligen Laurentius übrig. Die Kirche reicht ins Mittelalter zurück und erhalten sind heute nur noch die Überreste des ursprünglichen Fußbodens, große Kalkenitz-Steinplatten unregelmäßiger Form mit geschliffener Oberfläche. Sie wurde 1582 abgerissen und später wieder aufgebaut, wie man einer Inschrift auf Griechisch auf dem Stützbalken des Eingangs entnimmt. In dem in der Nähe liegenden Raum gibt es 60 Gräber und 24 Ossarien. Es handelt sich wahrscheinlich um einen richtigen Friedhof. Mittelalterlichen Gewohnheiten zufolge wurden die Kleinkinder in unmittelbarer Nähe zum Dach der Kirche begraben, damit das gesegnete vom Dach fallende Wasser den Begräbnisstätten eine zusätzliche Segnung versicherte. Thank you.